Führungswechsel nach 10 Jahren ist ja so eine Sache. Wenn jemand so ein Amt so kraftvoll ausfüllt und geprägt hat wie Michael Sommer, sind die Erwartungen an den Nachfolger naturgemäß hoch. Ich kenne das aus dem eigenen Erleben. Und dass ich da auch noch manches durchsetzen muss, das sehe ich an der Namensbeschreibung, weil nicht nur eben war, jetzt steht es ja richtig da mit Peter ohne S, aber auch ich habe einen Doktortitel. Ich wüsste noch nicht, dass er mir mittlerweile aberkannt wurde. Von daher im Zuge der Gleichberechtigung, im Zuge der Gleichberechtigung müssen Frauen vielleicht öfter noch mal darauf hinweisen, dass auch sie akademische Grade erreichen können. Und vielleicht steht es am nächsten Mal ja drauf. Danke. Nun, für die neue Aufgabe wünsche ich dir, Rainer Hoffmann, viel Kraft und eine glückliche Hand. Nochmal, Bündnis 90 Die Grünen freuen sich auf die Zusammenarbeit, freuen sich auf die nächsten Jahre, auf weiterhin gute Zusammenarbeit. Denn eins ist klar, unser Land braucht starke Gewerkschaften, und dafür treten wir zusammen ein, liebe Freundinnen und Freunde. Vermögen und Chancen sind in Deutschland immer ungleicher verteilt. Die unteren Hälfte der Haushalte gehören gerade mal 1% des Volksvermögens. Und gerade gestern hat uns die OECD darauf hingewiesen, dass wir hier dringend Handlungsbedarf haben, das Armutsrisiko in Deutschland zu senken, zu mindern. Ich glaube, das ist jetzt noch mal ein wichtiger Beleg dafür, dass es hier in politisches Handeln umgesetzt werden muss. Und Studien weisen uns darauf hin, dass die soziale Mobilität in unserem Land so niedrig ist wie seit Jahrzehnten nicht. Das Versprechen der sozialen Marktwirtschaft, dass jeder mit harter Arbeit vorankommen kann, das wird immer seltener eingelöst. Einige Wissenschaftler, wir lesen derzeit viel über den französischen Ökonomen Piketty, warnen sogar vor einer Refeudalisierung der Wirtschaft. Um solche Vergrustungen aufzubrechen, braucht es starke und politische, gesellschaftliche Akteure. Und dazu gehören auch die Gewerkschaften, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat letzte Woche berichtet, dass es moderne Tagelöhnerjobs in Großbritannien gibt. Über 1 Million Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben dort zwar eine Festanstellung, aber kein gesichertes Einkommen. Sie stehen auf der Basis sogenannter Nullstundenarbeitsverträge permanent auf Abruf und werden von ihren Arbeitgebern nur bezahlt, wenn sie zum Einsatz kommen. Das fühlt uns doch direkt an die dunkelsten Zeiten des Manchester-Kapitalismus erinnert. Solchen Tendenzen müssen wir gemeinsam entgegenstehen, liebe Freundinnen und Freunde. Deshalb ist es gut und richtig, dass ihr auf eurem Kongress auch die neue Ordnung der Arbeit fordert gegen die Deregulierung auf dem Arbeitsmarkt.